So, willkommen zur nächsten Folge meines Streams. Hier die Aufzeichnung auf YouTube. Und wenn ihr gerade reingeschaltet habt, tut mir doch einen Gefallen und lasst mir ein Abo da. Dann kriege ich die 1000 vielleicht bald zusammen. Ja, ansonsten Farmcon-Wochenende. Ne? Also, es war wunderbar. Ich war zwar nur den Samstag da, aber es war wunderbar, die Leute kennenzulernen. Besonders hervorheben an der Stelle möchte ich der Lars vom der Community Manager, hier unser Lama, ne, und den netten Herrn, ich habe den Namen schon wieder vergessen, vom ModHub-Team, so ein Langhaariger mit Brille, schätzungsweise Mitte 20. Ne, die waren echt cool drauf und hier auch hier unseren Huma, ne, Huma habe ich kennengelernt, auch eine coole Sau. Ne, also wunderbar. Wir beißen nicht, wir häckseln direkt. Ja, genau. Ja, ne? Was habe ich euch mitgebracht? Diesmal habe ich euch tatsächlich wieder was mitgebracht. Ist gar nicht aufgefallen. Hat der denn hier die Textur ausgetauscht vom Bürgersteig? Sieht cool aus. Achso, ne, bei euch sieht es nicht so cool aus. Es liegt daran, ich muss mal gucken, wie ich dieses Bild mit dem Shader auch zu euch kriege. Ne? Milpo, danke für dein Follow und auch Agrargemeinschaft, danke für dein Follow. So, was habe ich euch mitgebracht? Ich habe euch mitgebracht ein Display fürs Silo. So, normalerweise fahre ich ja hier ran und ne, dann steige ich nochmal aus und dann gehe ich hier ran und gucke, was will ich denn eigentlich auslagern. Ich, ne, aber ich möchte es eigentlich sehen können, wenn ich noch im Fahrzeug sitze. Und deswegen fahre ich jetzt mal mit dem Fahrzeug dahin. Wir nehmen lieber den hier, weil den können wir danach dann losschicken, Diesel zum Fischer. Danke, Eiscode, für dein Follow. So, steigen wir direkt ein. Na, normalerweise fahre ich hier zum Silo. Und na, hier kann ich jetzt nichts reinladen, weil da ist ja nichts drin in Flüssigkeit. Aber dann stehe ich hier und gucke so von hinten. Und jetzt bin ich überlegen, wie oft will ich eigentlich fahren? Und dann muss ich erst hier rumlaufen. Das ist so. Ich würde sagen, wenn wir das da, ja, mit dem Finger zeigen bringt recht wenig, ne? Wenn wir das da hinstellen, würde das am meisten Sinn machen. Dann wollen wir doch mal gucken, ob es funktioniert. So, ich habe euch mitgebracht. Und da tut's. Eine Digitalanzeige, die ich überall hinsetzen kann. Ist 2 Meter breit. Lass mal sagen, hier wird es Sinn machen. Ne? Kann ich da schön drauf gucken, wenn ich von hinten reingucke. Ne? Das sieht doch gut aus. Bumm. So. Und jetzt hätte man vielleicht sogar noch ein bisschen schräger hinstellen können. Wie ihr seht, 5000 kostet das Ding. Unterhalt sind 5 Euro pro Tag. Und hier sehe ich jetzt direkt, was habe ich denn drin. Ja, mit WLAN, ohne Kabel. Wobei, wenn ich mir das so recht überlege. Macht es so mehr Sinn. Was ja nichts. Ah, keine Fehler. Aber. So. Und schon sehe ich hier wunderbar, was drin ist. Und wenn die Schriftgröße zu klein ist, der kann nachher in der XML sich auch noch die Schriftgröße anpassen. Ne? So. Ne? Klar, ich hätte das Ding jetzt auch hier hinsetzen können. Ne? Kommt man noch näher ran. Ne? Setzt es euch so, wie ihr der Meinung seid, dass ihr es am besten lest.
Dass die Zahlen hier hinten nicht mit den Punkten so schön untereinander stehen, liegt einfach daran, weil ich versucht habe, die komplette Fläche des Digital-Displays auszunutzen. Das bedeutet, es ist eine Schriftart, die wenig Platz wegnimmt. Also selbst wenn hier etwas drin ist, was einen sehr langen Text hat, passt hinten auch noch eine Zahl dahinter. Nur wenn der lange Text und eine besonders lange Zahl zusammentreffen, dann könnte es sein, dass die von rechts und links ineinander sich ineinander schieben. Wird natürlich nur angezeigt, wo auch was von da ist. So. Jetzt gucken wir mal. Fischer 2 will Diesel. Wie viel Diesel will der Fischer 2 werden? Zwei Ladungen Diesel. So. Diesel. Zwei Ladungen. Raffinerieabholung Diesel. Ich habe es mittlerweile geschafft, die Fischer mal hier vorne reinzupacken. So. Natürlich macht es genau, ne? Es macht zwar hier am Lager nicht ganz so viel Sinn, ne? Weil man ja eh nicht von innerhalb des vom innerhalb des Fahrzeugs ausladen kann. Aber das soll uns ja nicht daran hindern. Können wir direkt mal gucken, ob dieser Mod hier mit der Rotation, der hier funktioniert, das richtig gemacht habe. Dick, dick. So, und dann haben wir nämlich, ne, kann man das auch schön ausrichten. So, das Ding hat keinerlei Kollision beim Setzen mit Absicht, damit man das auch, wenn man will, in so Produktionen, das ist jetzt ein Tierstall, da funktioniert es nicht, aber in so Produktionen eben vernünftig reinsetzen kann. So. Und ich setze mir so ein Display jetzt einfach mal hier mittig davor. Zwei platzieren. Boom. So, ich habe ziemlich viel hier drin und wie ihr seht, es rotiert. Schätzungsweise alle 5 Sekunden. Wenn man jetzt überlegt, dass ja hier auf der Marsch 94 verschiedene Produkte hier reingehen, können das auch schon mal 5 Seiten werden. Aber zumindest sucht man sich nicht dämlich, weil es alphabetisch sortiert. Na, hier, Heupellets, Kuchen, Honig. Ach, jetzt ist der Honig wieder weg. Wir können mal gucken, wie viel Honig wir haben. Kurz warten. Honig. 200.000 Liter Honig. Ich glaube, den habe ich nämlich nicht auf der Verkaufsliste stehen. Honig, doch habe ich. Ab einem Preis von 2.000. Wenn wir jetzt schon 200.000 zusammen haben, müssen wir mal gucken. Gut, dann probieren wir das Ganze doch noch woanders aus, nämlich an einer, das waren jetzt Lager. Es funktioniert auch für Produktionen. Und dann nehmen wir natürlich die Produktion mit den meisten Sachen. Ja, und das ist die Futterfabrik. Da haben wir dann am meisten drin. Und dann stellen wir uns hier. Auch mal so ein schönes Display. Oh. Und wie wir sehen, das Display, es bewegt sich, weil es ist eine Produktion. Hier wird natürlich konstant verbraucht, konstant neu, also produziert und verbraucht. So. Dann nehmen wir uns natürlich noch am Vulkanschnecke. Schön, dass du auch da bist. Oh. Dann nehmen wir uns noch hier das Sägewerk. Gut. Warum? Naja, wenn ich hier Holz rein, ne? Da könnte ich jetzt sogar mehrere Displays hinstellen. Also die Anzahl an Displays, also es können mehrere Displays benutzt werden mit
diesen Sachen und ich fange dann normalerweise von hier rein. Stelle ich mir so ein Display mal. Schön hier entspannt. Wobei, ich glaube, hier es wäre besser. Zack. Und jetzt habe ich auch hier die Anzeigen. So. Wie gesagt, die Schriftgröße und die Schriftfarbe könnt ihr über die XML anpassen, wenn ihr das möchtet. Das Skript an sich ist nicht freigegeben zur freien Nutzung. Wenn ich es hier vorne so schön sehen kann, ne? Es ist tatsächlich ein Digital-Display mit spiegelnder Oberfläche. Aber ich denke, ich habe das mit der Lesbarkeit ganz gut hinbekommen. Moin, Holger. Moin, Reef Junkie. Hallo, Pepeles. Und Mr. Groot sehe ich gerade auch zum ersten Mal. Für heute. Hallo, Braven. Hallo, Benny. So, also, sie funktionieren mit Silos und sie funktionieren mit Produktionen. Sie funktionieren nicht mit Stellen. Also hier unten habe ich ja zum Beispiel Stelle stehen. Na, damit funktionieren sie nicht. Wir können aber natürlich mal testen, was passiert. Und dann wird es merkwürdig. Ja, ich stelle hier einfach mal eins hin. Und was er mir anzeigt ist, Abwasser, elektrische Ladung, Frischkäse, Holzkiste, Karton, Käse, Leerpalette, Milch, Mozzarella. Es ist die nächste Produktion oder Lager. Und die nächste Produktion oder Lager von mir ist die Käserei. Das heißt, er zeigt auf die Entfernung die Käserei an. So. Ein Wermutstropfen hat das Ganze allerdings. Wenn ich mir jetzt hier so ein Display hinstelle, dann zeigt er mir die Käserei an. Wenn ich jetzt danach daneben ein Silo hinstelle, zeigt er mir weiterhin die Käserei an. Erst beim Neuladen des Spielstands wird er feststellen, ey, da ist eine Produktion, die ist näher. Und wird da, oder besonders ein Silo, das ist näher und wird dann das anzeigen. So, das Ganze ist auch getestet von mir, na klar, ich war ja alleine, aber von mir auf dem Multiplayer-Server. Da gab es auch keinerlei Probleme. Im Multiplayer reicht es sogar, ich traue dem Braten nicht, ich schalte den Pflanzensensor lieber von Hand an. Also Multiplayer tauglich, wie man das so von mir gewöhnt ist. Und ja. Und jetzt kommt der Hammer an der Geschichte. Der Mod kommt nicht nächsten Monat. Er kommt nicht übernächsten Monat oder übernächsten Monat oder mit dem DLC, das ja bald kommt. Sondern er kommt voraussichtlich morgen. Morgen, weil ich will diese ganzen Sachen noch in die XML-Datei eintragen. Aber die Idee ist cool, Bahnromantiker. Die Idee ist cool. Ja. Also die Idee gefällt mir, ne? In den Wald stellen, damit er anzeigt, wie viel Bäume das sind. Ja, da müsst ihr doch zugeben. Die Idee, die ist cool. Was macht der hier jetzt eigentlich? Weiß auch keiner, ne? Wie sieht es eigentlich aus hier? So mit dem. Das sieht doch nicht verkehrt aus. Kann man so lassen. Kann man so lassen. Und damit ist dann das letzte Feld gedüngt. Das letzte Grasfeld gedüngt. Und im nächsten Monat wird dann geht's dann erst so weit. Ja, Rollstuhlfahrer, die Displays kann dann morgen bei Veröffentlichung jeder bekommen.
Ne? Jeder bedeutet, ich veröffentliche die morgen abends dann auf den üblichen Portalen. Das heißt, ich veröffentliche die Version 0.0.1.1, glaube ich, ist es dann. Bei Modhoster und bei Forbidden Mods. Ja, also ich denke, ich werde am 3D-Modell noch ein bisschen rumfeilen, weil ich möchte das Modell eigentlich schon noch ein bisschen besser machen. Ne? Also ne, hier so mit hier unten ein bisschen breit, ne? So hier unten noch so ein bisschen breiter, weil die normalerweise einen breiteren Stand haben. Ja, vielleicht noch eine Phase von der Seite reinmachen, damit es noch ein bisschen echter aussieht. Ne? Und auf der Homepage. Ja, natürlich werde ich, wenn ich sobald ich die Tage meine Modliste aktualisiere, wird das auch da verlinkt sein. Aber mit der Aktualisierung werde ich warten, bis ich dann auch den Link habe für die Veröffentlichung. Ja, und bitte. Nein. Ihr und eure Hackschnitzel. Gut. Dann würde ich sagen, bereiten wir mal den Test vor, den wir ja auf der FarmCon besprochen haben. Das Problem mit diesem Test ist, dass ich, als ich von der FarmCon zurückkam, schon gar keine Bäume mehr hier stehen hatte, womit wir diesen Test machen können. Und die Bäume, die nämlich hier noch stehen, die sind noch gar nicht voll ausgewachsen. Insofern, und bei denen hier, das sind ja Map-Bäume, da weiß ich nicht, ob die auch wirklich hundertprozentig gleich sind, wenn wir davon zwei Stück nehmen. Aus diesem Grund habe ich mir überlegt, wir machen den Test, wie viel Holz bringt der Baum in drei Stücken und wie viel Holz bringt der Baum, wenn wir ihn nur fällen, nicht entasten. Den machen wir einfach mit Baum. So, und zwar mit der alten Fichte. Denn die alte Fichte, ne, das hier vorne ist ja jetzt quasi, ne, die sieht so aus, als wäre es das Große, was nachher rauskommt. Und wir platzieren uns hier einfach mal zwei Stück. So, dass sie nicht im Weg stehen, wenn ich jetzt gleich fahre. So, dann werden wir gleich eine davon fällen und in drei Stücke schneiden. Dabei sollten ja schätzungsweise 4.500 rauskommen. Und das andere werden wir nur fällen und rüberziehen und ins Lager tun. Und dann werden wir mal ne, vorher, nachher die Kapazität aufschreiben, um zu gucken, wie viel Unterschied macht das, wenn wir den dann komplett machen. Und wir machen dann noch natürlich, ach komm, machen wir direkt noch einen dritten Test, wenn wir ja einmal heute so testlustig sind. Wir machen dann noch einen Test, nämlich eine, die werden wir auch einfach umhauen, also umsägen, aber eben am Stück lassen und dann aber mit der Kettensäge entasten. Genau, diese drei Sachen machen wir in der nächsten Folge und ja, für die heutige Folge bleibt noch ein bisschen Holz. Gewächshäuser? Das ist eine gute Frage. Habe ich nicht getestet. Hier habe ich ein Gewächshaus. Ja, warte, Autosave. Ah. Das testen wir jetzt hier live. Theoretisch sind Gewächshäuser Produktionen. Keine Tierstelle. Leerpaletten, Mineraldünger, Saatgut, Setzlinge und Wasser. Ich würde sagen, ja, geht.
Okay. Ja, das werden wir ja nachher sehen, Bahnromantiker, ob du dich da verrechnet hast oder nicht. Mein Tipp für den Test ist, dass es vom Volumen keinen Unterschied gibt. Nur der Verkaufspreis unterliegt Schwankungen bei Länge und Sauberkeit. Ups, ja. Das würde ich immer diese Klappen sein, ne? Das würde ich auch erwarten, Rolf. Brauchen wir Produktionen, die es nur zu bestimmten Seasons gibt? Ja, Leute im Chat, was meint ihr? Na, ihr habt die Frage von Braven gesehen, ne? Kann man sich Produktionen vorstellen, die es nur zu bestimmten Seasons, heißt für mich Jahreszeiten? Oder meinst du, eher was in Richtung? Wie heißt es? In Richtung Monate. Also was ist nur in bestimmten Monaten? Also wetterabhängig kann ich mir sehr gut vorstellen, ne? Also so zum Beispiel eine Produktion, die, wenn es regnet, wo sich der Wassertank füllt. Oder eine Meerentsalzungsanlage, die nun mal im Sommer höhere Erträge hat als im Winter. So, ein Tipp für den Test, ja, das hatte ich ja schon gesagt. Ah, wenn viele Leute sich größere und kleinere Displays wünschen, werde ich bestimmt auch noch Modelle für größere und kleinere Displays bauen. So, was macht das denn? Also, vielleicht bauen wir da auch noch mal andere Displays. Das ist jetzt mein erstes eigenes 3D-Modell, deswegen ist das auch das nicht freigegeben zur freien Verwendung und zum Republish. Und ich werde da bestimmt auch noch ein paar Sachen dran verbessern an diesem Display. Abend, Bernie. Ja, na, da sagt der Bobo was. Denn der Bobo hat mir freundlicherweise gezeigt, was ich falsch gemacht habe beim 3D-Modell bauen. Wenn ich so drüber nachdenke, eigentlich ganz simpel, aber wenn man es nicht weiß. Ein Erdbeerfeld oder Kürbisfeld, das ist von mindestens 19 gab. Stimmt, da hatte er eingetragen, dass die Produktion im Sommer höher war als im Winter. Reef Junkie, das bekommt man noch nirgendwo. Das gibt es erst mit Revamp 1.3. Das ist noch nicht geplant. Da arbeiten wir noch dran. Hab ich das Ding ja schon wieder da vorne? Oh. Auch nicht schlecht. Ah, ist bald voll. Jetzt. Na, ob der hält?
muss noch Fotos machen. Aber die mache ich abseits des Streams. Ich danke auch YouTube fürs Einschalten. Schaltet beim nächsten Mal gerne wieder rein, wenn wir hier die Fahne wegbringen. Bis dann und tschüss.